Liebe Fotofreunde-Seite, recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach ziemlich genau 25 Jahren analoger Abstinenz habe ich mir vor ein paar Wochen eine neue Analogkamera gekauft. Das ist die Agfa Photo 31 mm Brennweite f9.0. Mehr ist zu der Kamera nicht zu sagen. Macht eine Menge Spaß damit zu fotografieren. Auf das Thema Analogfotografie bin ich gestoßen, als ich mal wieder auf meinem Dachboden unterwegs war. In einer der vielen Fotokisten habe ich unter anderem eine alte Weltax Rheinmetall. Das ist so eine Faltkamera gefunden. Die gehörte meinem Opa. Und die ist jetzt gerade zur Reparatur. Das ist eine Mittelformatkamera. Ich habe schon die ersten Filme gekauft. Ich hoffe innig, dass man die wieder reparieren kann. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, wie digitalisiere ich das Ganze? Und das ist Thema dieses Videos. Da gibt es natürlich eine ganze Menge kostspieliger Varianten. Zum einen gibt es Scanner, die kosten über 1000 Euro. Das gibt natürlich auch Fotolabore, die sowas machen. Und dann kann man das Ganze auch mit einem Leuchttisch bewerkstelligen. Ich habe noch eine ganz andere Variante, die geht in diese Richtung Leuchttisch gefunden. Und wenn ihr wissen wollt, wie man das sehr preiswert machen kann, dann bleibt einfach dran. Ich habe von Small Rig eine LED-Leuchte. Ihr könnt die Farbe einstellen und selbstverständlich auch die Intensität des Ganzen. LED-Leuchte mit Diffusor, natürlich ein paar Negative und wir brauchen eine Kamera zum Abfotografieren. Das ist in dem Fall die Canon R6. Ich habe eine 35 mm Festbrennweite und damit werde ich das Ganze jetzt abfotografieren. Jetzt nehme ich meine Kamera. Ich stelle scharf das Ganze bei f9.0, das sollte passen. Und löse aus. Gehe ich so nah wie möglich ran, dass es noch scharf stellt. Und mache einfach mal ein paar Testfotos. Und wie die Testfotos geworden sind, das schauen wir uns jetzt am Rechner an. Ja, und schon seid ihr bei mir auf dem Rechner. Das sollte jetzt relativ schnell gehen. Ich wähle mir ein Foto aus, welches ich vorhin gerade abfotografiert habe. Das ist jetzt dieses Foto und ich muss feststellen, dass der weiße Hintergrund überhaupt nicht weiß ist. Aus diesem Grund gehe ich zum Weißabgleich-Werkzeug, klicke da kurz drauf, das ist die Pipette und klicke einfach in irgendeinen Bereich, der auf jeden Fall weiß sein sollte. Das ist der Hintergrund. Das war es dann auch schon. Ich klicke auf Öffnen und wir befinden uns mit dem Foto in Photoshop. Und jetzt geht es relativ zügig. Ich stelle einfach den Bereich frei, den ich bearbeiten möchte. Das ist in dem Fall dieses Foto in der Mitte. Mit einem Doppelklick verschwindet der Rest und mit einem Doppelklick auf das Handwerkzeug hier auf der linken Seite wird mir das Foto wesentlich größer angezeigt. Das ist nach wie vor ein Negativ. Ich gehe jetzt einfach hier oben in der Menüleiste Bild, gehe zu Korrekturen und zu dem Befehl Umkehren. Und somit haben wir aus einem Negativ ein Positiv gemacht. Das sieht noch nicht ganz so gut aus, aber auch das lässt sich relativ schnell beheben. Wir gehen wieder zu Bild, gehen zu Auto-Farbton. Et voilà, das sieht doch aus wie ein richtiges Foto. Ich kann nochmal zu Bild gehen und Auto-Farbe auswählen. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Das Foto ist fertig digitalisiert. Damit kann man weiterarbeiten. Mich interessiert eure Meinung sehr, also bitte schreibt das gerne in die Kommentare unter dieses Video. Ist das eine Möglichkeit? Würdet ihr das probieren? Der Punkt ist ja auch einfach dieser, wenn man am Anfang der Analogfotografie steht und überhaupt nicht weiß, ob man damit dann weitermachen möchte, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, ohne viel Geld auszugeben, einfach zu schauen, wie die Fotos im Rechner aussehen. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt mir gern. Jo, das war's dann schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, sollte es euch gefallen haben. Wenn nicht, dann lasst es halt bleiben. Aber abonnieren solltet ihr meinen Kanal auf alle Fälle. Ich würde mich sehr freuen. Bis später.